Heute The Chelsea Girls, einer der ganz großen Erfolge von Andy Warhol und für uns hier eine ganz große Herausforderung zugleich. Denn wir haben es im Wintersemester schon einmal erlebt, auch heute wieder, es ist eine Doppelprojektion. Das heißt, wir haben da hinten im Vorführraum zwei mobile 16 mm Projektoren stehen, die parallel von zwei Vorführern dann auch bedient werden. Und es gibt eine ganz, ganz präzise Anweisung des Museum of Modern Arts, wann, wo der Ton einsetzt, wann, wo die Kopie gewechselt wird. All das ist wirklich eine tolle Sache. Und an dieser Stelle ein großer Applaus schon mal für unsere Vorführer, die sich dem ja, ausgesetzt fühlen heute. Michael Besser und Pramila Cinciana, euer Applaus. Genau, da bevor das aber losgeht, noch zwei organisatorische Dinge. Wir haben natürlich ein Rahmenprogramm, ein Begleitprogramm zu dieser Reihe. Wie immer, mittwochs und samstags, jeweils um 18 Uhr, widmen wir uns dem Begriff des Popkinos in der Filmgeschichte, den es ja so in der Form auch gar nicht gibt. Und in diesem Monat zeigen wir einige Filme, die ja auch Kunst in einer Weise umsetzen, wie man sie vielleicht sonst noch nicht so kannte. Auf die möchte ich gerne hinweisen. Der eine ist sehr bekannt, natürlich von Banksy, Exit Through the Gift Shop. Sehr empfehlenswert. Dann James Benning, der sich selber als vielleicht eine Art Nachfolger sieht von Andy Warhol, hat mit Filmstudenten folgenden Film gedreht: After Warhol, 15 Most Beautiful People. Ein Film, der noch fast gar nicht gezeigt worden ist, den wir jetzt bekommen haben. Das ist am Mittwoch, den 18. Juni. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wirklich vielleicht am nächsten sogar an unserer großen Warhol-Reihe dran. Und dann geht es noch abschließend in diesem Monat weiter mit Marina Abramovic. The Artist is Present. Wie immer gibt es nach diesem Film eine Diskussion dann auch direkt. Bleiben Sie also einfach sitzen. Bevor ich jetzt gehe und Regine Prange das Wort überlasse, auch noch der Hinweis, dass es eine Pause geben wird nach der Lecture, wo dann das Café auch geöffnet haben wird. Das Café hat offen bis 20:30 Uhr, soll ich sagen. Das heißt, wenn Sie sich mit Getränken eindecken wollen, der Film ist ja doch 210 Minuten lang, auch wenn er doppelt projiziert ist. Also dann einfach da rechtzeitig nochmal hochgehen. Ab 20:30 Uhr kann ich für nichts mehr garantieren. Jetzt, ja, vielen Dank und das Wort geht an Regine Prange. Schönen Abend. Liebe Studierenden, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Michael Lüthi, da sitzt er. Es kommt darauf an, was man unter Kunst versteht. So hat Dietrich Dietrichsen in der Diskussion vor 2 Wochen das Deutungsproblem im Blick auf Warhols Film Hedy treffend auf den Punkt gebracht. Ich möchte erneut, besonders mit Blick auf die Masterstudierenden unter Ihnen, ein paar übergreifende theoretische Überlegungen hieran knüpfen und für die Diskussion bereitstellen, bevor ich unseren Gast vorstelle. Es ging, wenn Sie sich erinnern, um die Frage, ob das Verhältnis zwischen Sound und Bild, zwischen Musik und Kameraarbeit, das uns heute in Chelsea Girls wieder beschäftigen wird, einem ästhetischen Konzept folge, oder ob es sich, was Dietrichsens Vorschlag war, aus der spontanen Kooperation der Akteure, aus den vorhandenen Möglichkeiten und der vorhandenen Situation ergibt. Diese Perspektive folgt dem von Umberto Eco 1962 eingeführten Begriff des offenen Kunstwerks, der, wie der Name schon sagt, nicht von einem in sich geschlossenen Formzusammenhang ausgeht, sondern der Kunst einen in die Lebenswelt geöffneten Handlungscharakter zuweist. Damit wäre der performative Aspekt von Warhols Filmen in den Fokus gerückt, dem durch Analyse oder Interpretation in dieser Sicht nicht entsprochen werden kann. Das offene Kunstwerk realisiert sich, wie Juliane Rebentisch in ihrem neuen Buch zu Theorien der Gegenwartskunst ausführt, in notwendig subjektiven, potenziell unausschöpflichen Erfahrungsakten, die auch als quasi mimetischer Nachvollzug, als Partizipation am künstlerischen Prozess selbst gedacht werden. Diesem offenen Kunstbegriff entgegengesetzt ist etwa der Kunstbegriff von Peter Bürger, der in seiner Theorie der Avantgarde 1974 Adorno folgend die These aufstellte, dass die Kunst in das Stadium ihrer Selbstkritik eingetreten sei, dass wir es aber nach wie vor mit Werken, wenn auch nicht organischen, in sich reflexiven Gebilden also zu tun hätten. Die Kontroverse zwischen werkästhetischen Betrachtungsweisen und kontext- bzw. rezeptionsbezogenen Ansätzen durchzieht die gesamte Warhol-Forschung und nicht nur diese. Michael Lüthi
beobachtete in seiner 1995 erschienenen Warhols Mona Lisa-Serie gewidmeten Monographie 30 are better than one, dass die Beschäftigung mit Warhols Persönlichkeit und den gesellschaftlichen wie künstlerischen Rahmenbedingungen bei weitem die Auseinandersetzung mit den Bildern dominiere und erhält dagegen, dass Warhols Bilder ästhetisch analysierbar seien und erst dadurch in ihrer Eigenart hervortreten. Michael Lüthi hat vor kurzem eine Professur für Geschichte und Theorie der Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar angetreten und hat davor an der FU Berlin gelehrt, seit 2010 als Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte. Er betreute lange Jahre ein Teilprojekt oder auch mehrere Teilprojekte des DFG-Sonderforschungsbereichs Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste, dessen Geschäftsführer er eben war. Schon aus diesen Angaben geht das von dem Doktorvater Gottfried Böhm ererbte Interesse an grundsätzlichen philosophischen Fragestellungen hervor, die Michael Lüthi nicht nur an die US-amerikanische Avantgarde-Kunst stellt. Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt liegt außerdem auf der französischen Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zu nennen ist vor allem die auf der Dissertation beruhende Buchpublikation Bild und Blick in Manets Malerei, 2003 in Berlin erschienen. Hier geht es sowohl um die Blicke aus den Bildern als auch um die Blicke auf die Bilder, mit anderen Worten um den Raum zwischen Betrachter und Bild als eigentliche Handlungsbühne. Lüthi bekräftigt auch hier die Bedeutung bildstruktureller Analysen. Seine Theoriekompetenz, die wie im Manet-Buch explizit die Psychoanalyse des Subjekts umfasst, ging für mich besonders beeindruckend aus einem Essay zum Thema relationale Ästhetik über den Fleck bei Cézanne und Lacan hervor. Auch hat er 2006 gemeinsam mit Christoph Menke ein Buch über Subjekt und Medium in der Kunst der Moderne herausgegeben. Damit ist nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der zahlreichen Aufsätze und Herausgeberschaften genannt, die sich mit den vielfältigsten Themen zwischen den historischen Avantgarden und der Gegenwartskunst beschäftigen. Die Habilitationsschrift, die bald erscheinen wird, beschäftigt sich mit Wittgenstein als Kunsttheoretiker. Das Thema Warhol kehrt auch immer wieder in seinem Schrifttun. Lüthi thematisierte etwa Warhols Exerzitien oder vom Umgang mit den Bildern im Bild 2001, Andy Warhol Self-Portraits 2003 und Warhols Disaster-Diptychen, das Dementi als Bildform 2008. Wir freuen uns nun sehr auf Ihren Vortrag zum Thema der Narration in Warhols Chelsea Girls, an die sich wie üblich dann die Diskussion anschließen wird. Ja, vielen Dank. Ich würde sehr gerne wie Sie in diesem bequemen Sessel sitzen bleiben. Aber jetzt muss ich, bevor ich auch dann wieder dahin zurückkehren darf, noch ein bisschen hier stehen und etwas Ihnen erzählen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich habe von meiner Tochter eine Sommergrippe geerbt, die noch nicht ganz abgeklungen ist. Aber ich glaube, mit Mikro wird es gehen. Also Sie haben gehört, ich bin irgendwie kompetent, was Warhol angeht. Aber ich habe mich ganz besonders gefreut, diese Einladung anzunehmen, weil die Filme immer noch etwas Besonderes sind. Und so eng der Bezug ist zwischen bildender Kunst und Film, es für die Kunsthistoriker eine eigene Herausforderung ist, dem filmischen Medium auch gerecht zu werden. Und Sie können ja beobachten, wie weit das gelungen ist. Vielleicht können wir auch in der Diskussion dann den einen oder anderen Bezug zwischen der Bildkunst Warhols und seinen Filmen nochmal aufgreifen. Gut, also wir haben ein strenges, langes Programm. Ich beginne jetzt umstandslos mit meinem Vortrag. Mit dem im Sommer 1966 gedrehten und im Herbst desselben Jahres uraufgeführten Film Chelsea Girls sind wir an einem signifikanten Punkt von Warhols filmischem Oeuvre angekommen. Chelsea Girls ist eindeutig Warhols bis dahin ambitioniertester Film, ein Höhepunkt, nachdem sein Interesse am Filmemachen sich veränderte und er deren Verfertigung immer entschiedener seinem Mitarbeiter Paul Morrissey überließ, während er selbst weitgehend nur noch als Produzent agierte. Die Sonderstellung als Höhe und vielleicht auch in gewisser Hinsicht als ein Endpunkt der qualitativ wie quantitativ extrem produktiven Filmphase in Warhols Leben
die zusammenfällt mit der Ära der sogenannten Silver Factory, zeigt sich auch daran, dass in dieser Filmreihe hier Chelsea Girls der späteste der gezeigten Filme ist. Ich nehme jetzt mal diesen einen Vortrag zu Warhols Fernseharbeiten hier aus. Und erinnern wir uns, dass der früheste von Warhols Filmen, der auch Teil dieser Filmreihe war, nämlich Sleep, in der zweiten Jahreshälfte 1963 gedreht wurde, dann sprechen wir insgesamt über eine Zeitspanne von gerade einmal 3 Jahren, in der dieses immense filmische Oeuvre entstand. Weiteres untermauert die Sonderstellung von Chelsea Girls. Er gehörte mit 3,5 Stunden zu Warhols längsten Filmen, wobei wir durch die konsequente Doppelprojektion eigentlich mit 7 Stunden Filmdauer und insgesamt 12 Szenen, jeweils ca. 35 Minuten, konfrontiert sind. Diese Menge an Filmmaterial, so formulierte es Warhol in seiner typisch flapsigen Weise, habe die Idee der Doppelprojektion überhaupt erst aufkommen lassen, denn dadurch habe man die Projektionszeit halbieren können. Der Film zeigt damit so viel Handlung wie kein anderer Warhol-Film. Und was Warhol unter Handlung versteht, wird hier zudem in unmissverständlicher Drastik vorgeführt, nämlich als das, was der Filmemacher und Filmwissenschaftler J.J. Murphy völlig passend Psychodrama nennt. Der Begriff des Psychodramas leitet sich Murphy aus dem Bereich psychiatrischer Behandlungsmethoden und er meint dort das Nachspielen psychischer Schlüsselsituationen innerhalb eines klinischen Settings. Murphy leitet sich diesen Begriff, um bei Warhol ein filmisches Geschehen zu erfassen, das nicht wie im klassischen Film auf Plot, Kausalität und Handlungsbögen ausgerichtet ist, sondern auf der Emergenz einer viel enger gefassten, fast mikrologischen Form von Handlung basiert, als einer Handlung, die sich unerwartet, ja blitzhaft ereignet, als ein unvorhersehbares Spektakel, das sich aufgrund einer gesetzten Rahmensituation, die die Kamera beobachtet, ergibt. Und diese psychodramatische Ebene ist in Chelsea Girls maximal gesteigert. Die Szene, wo Ondine seine Filmpartnerin Ronna Page mehrfach schlägt, einmal davon ins Gesicht, ist die diesbezüglich drastischste Szene in Warhols Oeuvre. Sie sehen das in etwas dürftigen Shots. Und auf der rechten Seite, das ist eine Bewegung, die man sozusagen kaum festhalten kann, aber man sieht es dem Gesichtsausdruck an, dass hier etwas eher Unfreundliches geschieht. Derselbe Film markiert aber auch in genau gegensätzlicher Hinsicht einen Höhepunkt, denn Chelsea Girls schöpft die Möglichkeiten, die die Doppelprojektion erlaubt, eine Projektionsweise, mit der Warhol bereits in früheren Filmen experimentierte, so weitgehend aus wie kein Film zuvor. Ich werde darauf ausführlicher zurückkommen. Allein schon durch die permanente Konfrontation zweier Screens partizipiert Chelsea Girls an einer Filmform, die der Filmhistoriker P. Adam Sidney als Structural Film bezeichnet und womit der Filme meint, die auf ihrer Form und ihrem Umriss, Shape, als dieses irgendwie sehr passende englische Wort, insistieren und den ohnehin minimal gesetzten Inhalt als sekundär ansehen. Zwei Aspekte also desselben Filmes, die unversöhnlich scheinen. Psychodramen, die das Medium vergessen machen wollen und eine sozusagen naturalistische Wucht entfalten, und zugleich ein filmstruktureller Ansatz, der die Inhalte zurücktreten lässt, um das filmische Medium selbst zu exponieren. Und als wäre das noch nicht genug, fällt ein dritter klassifikatorischer Begriff im Zusammenhang mit Chelsea Girls, nämlich derjenige des Expanded Cinema, als Begriff für solche Filme, die die Praxis des Filmischen dadurch erweitern, dass nicht einfach ein Film in einem abgedunkelten Raum auf einer Leinwand projiziert wird, sondern mit dem Einsatz von Multimedia, mit Mehrfachprojektionen oder auch mit realen Aktionen im Vorführraum das filmische Medium vielfach gebrochen und reflektiert wird. Das Expanded Cinema entstand in der Mitte der 1960er Jahre, also genau um jene Zeit, in der auch Chelsea Girls gedreht wurde. Und Chelsea Girls ist Teil dieser Strömung nicht nur durch die Doppelprojektion, sondern auch dadurch, dass gewisse Protagonisten während ihres Gefilmtwerdens durch Scheinwerfer mit farbigen Filtern traktiert und verfremdet werden, wodurch ein ästhetischer Hybrid zwischen Theaterbühne und Film geschaffen wird, und zwar einfach dadurch, dass das Projektorenlicht und das innerfilmische Scheinwerferlicht sich überlagern.
Und eine letzte Besonderheit möchte ich erwähnen. Der Film ist auch darin ein Wendepunkt, dass hier der cineastische Underground, zu dem Warhols Filmproduktion bis und mit Chelsea Girls eindeutig gehört, plötzlich an die Oberfläche kommt. Er ist der erste von Warhols Filmen, die den Underground-Bereich der Filmclubs und Kinematheken verlässt und in kommerziellen Kinos gezeigt wird, ja mehr noch, der aufgrund des Erfolges im ersten dieser kommerziellen Kinos in ein etabliertes 600-Plätze-Haus, also diesen Raum hier mal fünf, im bürgerlichen Midtown Manhattan wechselt. Damit ist Chelsea Girls nicht nur Warhols einziger kommerziell erfolgreicher Underground-Film, sondern es ist vielleicht der einzige Underground-Film überhaupt, der je einen nennenswerten kommerziellen Erfolg hatte. Und dieser Erfolg ist nicht gering. Den Produktionskosten von gegen $3,000 stehen Einnahmen gegenüber, die allein in New York $130,000 und aufgrund der landesweiten und später internationalen Vertriebs insgesamt $300,000 betrugen, also umgerechnet, in damalige Währung umgerechnet, über 1 Million D-Mark, was damals ein Haufen Geld war, sogar für Andy Warhol. Die Ankunft im Mainstream-Kino bedeutete allerdings, dass ein entsprechendes Publikum hier etwas sah, worauf es ästhetisch und auch hinsichtlich der gezeigten Inhalte kaum vorbereitet war. Und entsprechend negativ fielen die Kritiken aus, auch wenn ihnen die Faszination für das gezeigte Objekte abzulesen ist. Doch es waren gerade jene erschreckten Kritiken, die teils in großen Nachrichtenmedien wie Newsweek erschienen, die das breite Publikum erst in den Film zogen, in der voyeuristischen Absicht, hier einen Blick auf jene Welt zu erhaschen, die diesem Publikum verborgen war und mit der es letztlich wahrscheinlich auch gar nicht in Berührung kommen wollte, die Welt der Junkies, der Dropouts, der Schwulen, der Transvestiten und so weiter. Oder spezifischer noch, die nur gerüchteweise als ebenso glamourös wie verkommen bekannte Welt der Warhol-Crowd in ihrer mit Silberfolie ausgekleideten Höhle. Alle diese Aspekte, die filmästhetischen, die narrativen, die psychologischen, die filmgeschichtlichen, auch die soziologischen, alle diese Aspekte zusammengenommen lassen Chelsea Girls als eine Art Knoten erscheinen, in dem sie sehr unterschiedliche Fäden verschlingen. Im Folgenden werde ich nur ein paar dieser Fäden aus dem Knoten ziehen können und ich beschränke mich weitgehend auf die filmästhetischen und zwar einfach deshalb, weil Sie den Film anschließend auch sehen werden und ich Ihnen hierfür ein paar Wahrnehmungsperspektiven anbieten möchte. Als der Film am 15. September 1966 erstmals gezeigt wurde, umfasste er teilweise noch andere Rollen und Szenen als heute. Und es war dem Vorführer auch freigestellt, welche Abfolge und welche Seitenverteilung er für die Projektion wählte. Auch das Ein- oder Ausblenden des Tons war seiner Entscheidung überlassen. Doch als der Film die Filmmakers Cinematheque verließ und in ein kommerzielles Kino wechselte, wurde dieses Zufallsprinzip aufgegeben. Seither gilt jene von Warhol und Mekas redigierte Anordnung als maßgeblich, die Sie hier eingeblendet sehen und die auch das Screening strukturieren wird, das hier gleich ablaufen wird. Anhand dieser Instruktionstabelle lässt sich ein erster Überblick über die Filmform gewinnen. Und ich möchte einfach kurz auf zwei, drei Punkte hinweisen, die Sie dieser sehr kurzen, aber sehr präzisen Übersicht entnehmen können. Also Sie sehen, was wo einsetzt, dass der Film auf der rechten Seite einsetzt, dass dann nach ein paar Minuten 5 Minuten genau gesagt, der linke Film einsetzt und dass das in so einem Wechselgang dann durchläuft, bis auf der linken Seite dann der letzte Film Nummer 12 laufen wird. Sie sehen Angaben, was schwarz-weiß und farbig ist und vor allem besonders sehen Sie auch genaue Instruktionen, was zu hören ist und was nicht, wann der Ton die Seite wechselt. Und wichtig ist auch noch diese Note, die Sie am Schluss sehen, wo vor allem steht, The Chelsea Girls is intended to be slightly different each time it is projected, so timing is approximate. Das, darauf werde ich auch noch genauer zu sprechen kommen. Chelsea Girls, wie Sie hier sehen, mit dem rechten Projektor ein und einer in schwarz-weiß gedrehten Szene, die Nico, die Sängerin der von Warhol promoteten Band The Velvet Underground, zeigt, wie sie sich in einer Küche die Stirnsträhnen ihre Haare schneidet.
Eric Emerson, ein Tänzer, macht sich in derselben Küche zu schaffen. Zwischendurch läuft Nikos Sohn Ari durchs Bild. Nach circa 5 Minuten erscheint auf der linken Seite ein zweites Filmbild. Aus dem Dunkel taucht das markante Gesicht von Ondine, einem weiteren sogenannten Superstar aus Warhols Entourage, auf. Und etwas später in dieser links zu sehenden Szene eine Frau, Ingrid Superstar, die sich über aneinandergeschobene Lehnen zweier Sofas zu unterhalten beginnen. Dass das zweite Filmbild auf der linken Seite erscheint, also gegen die Leserichtung, zeigt ein erstes Mal den antinarrativen Zug der Filmstruktur an, der sich schon bald dadurch bestätigt, dass die beiden nebeneinander ablaufenden Filme ganz offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Ob schon in beiden Filmen gesprochen wird, wird, sobald der zweite Film erscheint, der Ton des ersten so weit heruntergedreht, dass sie nichts mehr verstehen. Wobei zu sagen ist, dass die Tonqualität insgesamt so dürftig ist, dass auch bei vorhandenem Ton vieles unverständlich bleibt. Das liegt wesentlich am verwendeten Filmmaterial, bei dem der Ton direkt auf dem Filmstreifen mit aufgezeichnet wurde. Diese einfache Technik reduzierte das notwendige Equipment erheblich, und der einzige Nachteil dieses Verfahrens, nämlich kein Schneiden und Montieren zu erlauben, weil jeder Schnitt ja auch die Tonspur durchtrennen würde, kümmerte Warhol nicht, da er ohnehin auf Schnitt und Montage verzichten wollte und bei jeder Szene dieses Films die gut 30 Minuten, die die Filmrollen jeweils hergaben, einfach durchspielen ließ. Was unter anderem die Folge hat, dass die Szenen am Anfang der Rollen ebenso unvermittelt einsetzen, wie sie am Ende auch wieder abbrechen. Selbst wenn in Nikos und Eriks Küche eher Belangloses ausgetauscht wird, ist die abrupte Art und Weise, wie Ondines Erscheinen im linken Screen den rechten Film zum quasi oder beinahe Stummfilm degradiert, doch irritierend. Ondine und Ingrid wiederum, die von Anfang an zu hören sind, spielen einen Priester, der einer Frau, die bald heiraten möchte, die Beichte abnimmt. Ondine will allerdings aus Ingrid herauspressen, sie sei eigentlich lesbisch, wobei er das Setting von einer Beichte in so etwas wie eine psychiatrische Sitzung transformiert, nur um später zu einem Bewerbungsgespräch umdeklariert zu werden, bei dem er jedoch Ingrids Uneignung für den Job feststellt. Die Szene eskaliert dann etwas, die beiden schütten sich Getränke ins Gesicht und so weiter und so fort, was ihn zum Fantasieren über eine angemessene Bestrafung veranlasst. You should be tied up, put in a bathtub and pissed on regularly for 2 hours. Inhaltlich wird hier ein Ton angeschlagen, der sich in einigen weiteren Szenen so durchhält. Das Vorführen menschlicher Beziehungen, in denen die eine Seite die andere unter Druck setzt, lächerlich macht oder sogar physisch attackiert, und wir zusammen mit der Kamera beobachten können, was dann geschieht. In den Handlungen mischen sich Plan und Spontaneität. Der durch Warhol vorgegebene Aktionsrahmen der einzelnen Szenen hat jeweils 2 Ebenen. Zum einen geben Warhol oder sein Drehbuchschreiber Ronald Tavell Instruktionen, die aber weniger in ausgearbeiteten Szenen oder Skripts bestehen, sondern lediglich in minimalen Festlegungen, beispielsweise derjenigen an Eric Emerson in Szene 7, über sich selbst zu sprechen und sich in einem bestimmten Augenblick auszuziehen. Zum anderen besteht die Grundregel darin, diesen Aufforderungen bis zum Ende der Filmrolle treu zu bleiben, auch wenn dies den Darstellern zuweilen recht schwerfällt. Die Kombination dieser beiden Instruktionen führt dazu, dass Acting und Improvisation nicht scharf zu trennen sind, ja mehr noch, dass Acting und eine Art von Selbstperformance der Darsteller ineinander fließen. Sich selbst zu performen ist allerdings eine Aufforderung, die bei Warhols Superstars, die insgesamt zur Spezies narzisstischer Egozentriker gehören, bestens funktioniert. Sie werden deshalb zu Warhols Superstars, weil er sie für Naturtalente, Naturals, wie das im Englischen heißt, hält. Wobei Warhol jenen Begriff der Natur, der im Begriff des Natural, des Naturtalents steckt, recht exzentrisch auslegt. Versucht ein Schauspieler in einem herkömmlichen Film möglichst überzeugend einen Junkie zu spielen, so ist es bei Warhol genau umgekehrt, hier versuchen Junkies Schauspieler zu sein. Their lives, so notiert Warhol rückblickend über seine Darsteller in Chelsea Girls, their lives became part of my movies, and of course the movies became part of their lives. They would get so into them that pretty soon you couldn't really separate the two. You couldn't tell the difference.
and sometimes neither could they. Die Mischung aus Zwang, der vorab festgelegten Rahmenvorgabe zu entsprechen und dem Willen, im Film eine gute Figur abzugeben, führt in einigen Szenen zu jenen krassen Psychodramen, von denen ich bereits sprach. Dass Ondine sein Gegenüber in der Pope Ondine betitelten 11. Sequenz des Films ins Gesicht schlägt, wird durch den eigentlich nicht weiter erstaunlichen Zwischenruf seiner Filmpartnerin Ronna Page heraufbeschworen, er sei doch gar kein Papst, sondern gebe das nur vor. I think you are a phony. Wie kannst du es wagen, so Ondine, auf ein Set zu kommen und mir auf meinem Set zu sagen, ich sei ein Hochstapler? Sie hat die ganze Szene ruiniert. She ruined the whole set, ist Ondines Rechtfertigung seiner Schläge. Und später zur Kamera gewandt, kommt er nochmals darauf zurück. Weißt du, mein verehrtes Publikum, was sie sich zu tun getraute? Sie kam auf mein Set als ein Freund, die nicht wusste, worum es geht, und sagte, ich sei ein Hochstapler. Well, fuck her. And I will beat her up again, and her husband, and anyone else who comes on. Ondine begreift diese Szene als seine Szene, als den Ort seiner grandiosen Selbstinszenierung, als Pope Ondine, die er nun durch den Hochstapler-Vorwurf in seine Bestandteile, hier der Schauspieler, da die Rolle zerfallen sieht, wodurch die eindeutige Ambition des Superstars als Naturals darin liegt, dass beides zusammenfällt. Und die Wut über diese Implosion ist so groß, dass Ondine gewalttätig wird. Ob schon die einzelnen Sequenzen ein Geschehen in der Zeit repräsentieren und damit grundsätzlich narrativ sind, verweigern sie dennoch jegliche klassische Narration, insbesondere die organische Handlungsentwicklung mit Beginn, Höhepunkt und Ende. Bereits die zweite Filmrolle mit Ondine und Ingrid macht klar, dass zwischen den beiden simultan sichtbaren Screens keine narrative Verbindung besteht, womit der Handlungsfaden bereits nach jenen 5 Minuten, als die zweite Projektion einsetzt, zu reißen beginnt. Aber auch die einzelnen Filmrollen offenbaren nach kurzer Zeit, was an Ereignissen oder vielleicht besser gesagt an Nicht-Ereignissen zu erwarten ist. Denn alle Sequenzen befolgen das Prinzip der Synchronie, bei der die dargestellte Zeit genau derjenigen entspricht, die das Drehen beanspruchte und dann auch derjenigen, die das Betrachten des Filmes fordert. Und manche Sequenzen lassen diese Synchronizität fast schmerzhaft spürbar werden. Zu Mitte des Films hin, nach etwa 1,5 Stunden, droht Chelsea Girls in einer zähen Langeweile festzufahren, auch weil wir zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung längst haben fahren lassen, dass Schnitt und Montage uns vom enervierenden Realzeitdogma erlösen werde. Doch genau dann gibt der geradezu psychedelische Einsatz von Farbe der Sache eine ganz neue Wende und frischen Schwung. Das Sehen von Chelsea Girls wird zur paradoxen Erfahrung. Während allein schon die Doppelprojektion die Differenz von Medium und Sichtbarem, von Film und Wirklichkeit maximalisiert, indem sie jede illusionistische Immersion ins Filmbild verunmöglicht, wird diese Differenz durch die Entscheidung gegen Schnitt und Montage und für die Synchronie von Filmzeit und Realzeit wieder zum Einsturz gebracht. So artifiziell sich der Film als Film ausstellt, so sehr trägt er zugleich Züge eines dokumentarischen Cinema Direct. Und es ist gerade diese dokumentarische Dimension, die für die hohen Besuchszahlen gesorgt haben dürfte, hofften die Mainstream-Kinogänger doch, hier diesen authentischen Einblick in den ebenso verborgenen wie verbotenen Underground zu erhalten. Sie wollten mit Chelsea Girls gerade keinen Fiction-Film à la Hollywood sehen, sondern eine Ecke der Wirklichkeit, möglichst unverstellt vorgeführt erhalten. Doch Warhol lässt uns weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite ankommen. Sein Verfahren zielt darauf, den permanenten Umschlag vom einen ins andere zu provozieren, den Umschlag zwischen Leben und Kunst, Fiktion und Wirklichkeit, Authentizität und Artifizialität. Dieses Schwanken prägt auch die Kameraarbeit. Die Ästhetik des Cinema Direct findet in der Art des Filmens insofern seine Entsprechung, als die Kamera dem Gefilmten sehr nahe rückt und es unentwegt, beinahe gnadenlos beobachtet. Häufig verharrt sie in völliger Starre und exponiert ihre Passivität. Eine Passivität, die darin besteht, in wortwörtlichem Sinne
alles aufzunehmen. Weder die Kameraarbeit noch das nicht vorhandene Editing organisieren das Geschehen, sie hierarchisieren es nicht, schneiden nichts Unwichtiges heraus oder unterfüttern umgekehrt das Wichtige, beispielsweise durch Musik. In einer umfassenden Weise verzichtet Warhol damit auf die auktoriale Perspektivierung des Abgefilmten. Dennoch, und dies ist wieder der gegensätzliche Pol, den es bei Warhol immer gibt, schiebt sich das Filmmedium wie ein trübender Filter vor das Sichtbare. So sind, um einige Aspekte zu nennen, jeweils Teile des Vor- und Abspanns der einzelnen Spulen zu sehen, wodurch der Film an seinen Enden sich jeweils auf das reduziert, was er materiell ist, ein Zelluloidstreifen. Und plötzlich bricht die Kamera aus ihrer Passivität aus und führt Schwenks, Zooms oder Modifikationen der Schärfeeinstellung aus, die zugleich aber so erratisch ausgeführt sind, dass sie nicht das Filmgeschehen verdeutlichen, sondern in einer Rückwendung auf sich selbst den Zoom als Zoom oder den Schwenk als Schwenk vorführen. Die nachdrücklichste Selbstexposition des Films als Film aber liegt natürlich im dominantesten Merkmal von Chelsea Girls, der Doppelprojektion. Die beiden Projektionen, die bereits aufgrund ihrer Gleichzeitigkeit miteinander konkurrieren, werden mit verschiedenen Maßnahmen zusätzlich in eine antagonistische Stellung zueinander gebracht. Ich zeige Ihnen dafür hier nochmal diese Instruktion. Erstens laufen die Spulen zeitversetzt ab. Die eine beginnt, wenn die andere etwa 5 Minuten bereits zu sehen war, und sie endet, wenn auf der anderen Seite bereits eine nächste Szene läuft. Und diese anfängliche Zeitversetzung um 5 Minuten hält sich bis zum Ende des Filmes durch. Zweitens ist bis auf eine Ausnahme jeweils nur der Ton einer der beiden Spulen zu hören. Manchmal erhält eine Spule den Ton im Augenblick ihres Auftritts. Manchmal setzt eine neue Spule aber auch ein, ohne dass sie Ton erhielte, der ihr erst nach einer gewissen Verzögerung zufällt. Einmal wiederum scheint der Tonwechsel narrativ motiviert, nämlich als Mario Montez 2 Lieder singt und kurz darauf den Raum verlässt, worauf auch der Ton diese Filmrolle verlässt, um auf die andere Seite zu wechseln. Und am Ende des Gesamtfilms schließlich werden die Tonspuren beider Projektionen ab einem gewissen Punkt gleichzeitig hörbar, was sich hier darin begründet, dass es sich beim Ton der letzten Rolle nicht um Gesprochenes, sondern um Musik handelt, um Musik der Velvet Underground. Diese Musik kommt, um das Spiel mit den Möglichkeiten der Tongebung nochmals zu erweitern, eine ganz besondere Rolle zu. Denn sie dient als das, was Warhol in seiner Projektionsinstruktion als Exit Music bezeichnet. Die Musik läuft weiter, während der Filmvorführer angewiesen wird, das dazugehörige Bild durch das Ausschalten des Projektorlichts auszulöschen. Und noch ein letztes Element ist zu nennen, mit dem die beiden simultanen Projektionen voneinander abgehoben werden. 8 der 12 Filmrollen sind in Schwarz-Weiß gedreht, 4 jedoch in Farbe. Die festgelegte Projektionsabfolge führt nun dazu, dass das gesamte Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten durchgespielt wird. 2x schwarz-weiß, wie bei der initialen Doppelprojektion, sowie dann bei den Rollen 3 und 4 und nochmals bei 5 und 6. Dann gibt es die Form von 2x Farbe, wie bei den Rollen 9 und 10, aber auch die Kombination von Farbe und Schwarz-Weiß wie bei den Rollen 7 und 8 und dann wiederum bei den Rollen 11 und 12. Warum beschreibe ich das so ausführlich und genau? Einfach deswegen, um deutlich zu machen, dass die Anordnungen konsequent verhindern, dass sich eine Struktur bzw. ein Modus des Wechsels als durchgängig etabliert. Beim Ton habe ich die divergierenden Arten, wie der Ton zwischen den beiden Seiten wechseln kann, bereits genannt. Bei der Farbe wiederum erscheint es zunächst so, als vollziehe Chelsea Girls genau jenen Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe nach, der sich damals auch im großen Stil ereignete. Tatsächlich kippt um die Mitte der 1960er Jahre, als Warhol seinen Film dreht, in der Filmproduktion Hollywoods die Relation von Schwarz-Weißen zu farbigen Filmen. Erstere sind noch nicht ganz verschwunden, doch letztere stellen nun die Mehrheit dar.
Und so setzt nach insgesamt 7 Schwarz-Weiß-Szenen in der zweiten Hälfte von Chelsea Girls bei der 8. Filmrolle die Farbe ein. Die 9. etabliert diese auch auf dem 2. Projektor. Doch bei der 11. Rolle wird das Rad wieder zurückgedreht, als erneut das Gesicht Ondines in einer Weise auf dem Dunkel auftaucht, als handle es sich um einen alten expressionistischen Stummfilm. Doch auch diese Rückkehr zum historischen Schwarz-Weiß und zugleich zum schwarz-weißen Anfang von Chelsea Girls wird wiederum durchkreuzt, indem die allerletzte Filmrolle erneut in krassem Kodakolor erstrahlt. Diese Struktur der Strukturdurchkreuzung gilt schließlich auch für den Rapport der einzelnen Szenen. Meist ergeben sich gänzlich unzusammenhängende Doppelprojektionen, doch bei den beiden Hanoi-Hannah-Szenen sind es eindeutig zusammengehörige, im selben Raum und wahrscheinlich unmittelbar hintereinander gedrehte Szenen. Eine wieder andere Form der Verklammerung haben wir dadurch, dass Chelsea Girls mit Nico rechts und Ondine links anhebt und schließlich mit denselben Protagonisten mit lediglich vertauschten Plätzen, Ondine nun rechts und Nico links, zu einem Ende kommt. Nehmen wir alle diese strukturellen bzw. ästhetischen Maßnahmen zusammen, die zeitlich versetzte Doppelprojektion, die arbiträren Kameraschwenks und Zooms, die Tonregie und auch die Farbverwendung, lässt sich eine Art ästhetische Basisoperation von Chelsea Girls festhalten. Warhol zerlegt das filmische Medium in seine Bestandteile und bringt diese Bestandteile dem Betrachter separiert zu Bewusstsein. Ja, er lässt sie zu einer je eigenen sensorischen Sensation werden. Den Ton als Ton, die Farbe als Farbe, die Filmrolle als Filmrolle, den Shape als Shape. Statt die narrativen, fiktionalen und illusionären Mittel des Films zusammenspielen zu lassen, stellt Warhol autonomisierte Einheiten zur Schau, die in einer seriellen, antikompositorischen und virtuell fortsetzbaren Folge neben, über und hintereinander geschaltet sind. Und es ist genau diese ästhetische Basisoperation, die Chelsea Girls für P. Adams Sidney in die Nähe des Structural Film rückt. Dass eine solche Überlagerung von konträren filmischen Sprachen, Cinema Direct einerseits, Structural Film andererseits, überhaupt möglich ist. Dass Chelsea Girls ein Hybrid aus antagonistischen Filmästhetiken ist, ist nur ein Beleg für die umfassend irritierende Erfahrung dieses Films, die auch dessen Beschreibung immer wieder an Grenzen führt. Die Wahrnehmung kippt beständig hin und her zwischen einer strukturindifferenten Erfassung des im Film Gezeigten und einer inhaltsindifferenten Erfassung der Struktur. Und jede Beschreibung kann nicht anders, als im Augenblick ihrer Beschreibung das eine Moment gegenüber dem anderen zu favorisieren. Während auch Chelsea Girls evidenterweise nicht zwei Strukturen aufweist, die tatsächlich auseinandergehalten werden könnten, sondern beide in einem einzigen Film simultan realisiert. Doch der Grund, warum wir kaum anders können, als die nicht zu trennenden Ebenen doch auseinander zu dividieren, liegt darin, und das dürfte die wesentlichste Differenz zu einem klassisch-narrativen Film sein, dass Warhol konsequent dafür sorgt, dass die strukturellen Mittel des Filmes sich nicht mit dessen Narration verzahnen. Und weil diese Verzahnung nicht stattfindet, ist Warhols auktoriale Rolle unscharf. Er ist weder einfach nur Kameramann, was er tatsächlich war, noch auch wirklich der Regisseur dieses Films. Wenn wir folglich Chelsea Girls eine dokumentarische Dimension zuschreiben, dann besteht diese nicht allein in der Dokumentation einer bestimmten Lebensform, der Lebensform des Camp, einer neuen Bohème im New York der 1960er Jahre, der schwulen Szene und so weiter und so fort, sondern der Film dokumentiert zugleich den Akt der Transformation dieser Wirklichkeit ins Filmbild selbst. Und er bringt dies zu Bewusstsein, indem der krasse Naturalismus in Verbindung mit der übersteigerten Artifizialität dazu zwingt, dass wir als Zuschauer die Beziehung zwischen beidem beständig neu bestimmen müssen. Wir werden Zeugen eines Prozesses, der im Rahmen des Filmsets etwas entstehen lässt,
das die Wirklichkeit verlässt und doch nicht in einer filmischen Fiktion ankommt, sondern in einem kaum bestimmbaren Dazwischen hängen bleibt. All my films are artificial, so lautet Warhols berühmtes Diktum, but then everything is sort of artificial. I don't know where the artificial stops and the real starts. Wovon nun handelt dieser Film? Mit aller Vorsicht riskiere ich ein paar abschließende Vermutungen. Je länger der Film dauert, desto deutlicher wird es, dass in seinem Mittelpunkt etwas steht, was mit dem Begriff der Beziehung, der Bezüglichkeit, der Relationalität oder was Sie an ähnlichen Begriffen suchen möchten, belegt werden könnte. Der Film ist eine 3,5-stündige Exploration dessen, inwiefern die Dinge, die Menschen, das Innen und das Außen, die Realität und deren medialer Spiegel, sensorische Empfindungen und so weiter in Beziehungen treten und einen Zusammenhang ausbilden und inwiefern nicht. Die Warholsche Antwort ist ein entschiedenes Jein. Den Film prägt ein sehr besonderer Flow, ein fließendes Hin und Her zwischen Screens, Protagonisten und Handlungsfetzen, ein zielloses Treiben und sich treiben lassen in diesen engen, kavernenartigen Räumen. The only reason to drop over is to drop. Der einzige Grund vorbeizuschauen war vorbeizuschauen, sagt Mario Montes als Erklärung dafür, dass er im Set eines anderen Zimmers auftaucht. Doch neben diesem freien, ziel- und grundlosen Fließen wird Chelsea Girls ebenso sehr durch beständige Akte der Segmentierung geprägt, die den entscheidenden Zusammenhang immer unterlaufen. Beziehungen und Zusammenhänge ergeben sich nur von Fall zu Fall. Sie sind immer nur temporär, entsprechend instabil, brechen immer wieder ab. Das betrifft nicht nur die Handlungsebene, die immer dabei ist zu erstarren oder aber zu eskalieren, sondern auch die formale Ebene. Doch diese punktuellen und häufig kontingenten Relationen entwickeln eine untergründige Kraft, ein kaum greifbares Verweben des Sichtbaren. Am signifikantesten sind hierbei die Verwebungen, die sich zwischen den simultan sichtbaren Screens ergeben, auch wenn sie heterogene, unzusammenhängende Szenen vorführen. Es sind formale Koinzidenzen, Resonanzen, Entgegensetzungen oder Spiegelungen. Und diese möchte ich Ihnen an ein paar Filmstills so skizzenhaft vorführen. Also hier zum Beispiel ganz vom Anfang des Films eine Gegenüberstellung von hell und dunkel, schwarz und weiß, könnte man sagen, Profil und en face, groß und klein, der eine unglaubliche visuelle Dramatik erzeugt. Oder eine solche Konstellation, die Sie häufiger haben, wo Sie hier sehen, wie die Diagonale dieses ausgebreiteten Körpers von Patrick Fleming sich sozusagen in der Diagonale von Bridget Berlin im Raum nebendran in der anderen Rolle zu einer solchen durchlaufenden, raumeröffnenden Diagonale verbindet. Oder Sie sehen immer so eigentümliche, anamorphotische Quasi-Körper, die sich um die Mitte dieses Double Screens herstellen, wie hier Bridget Berlin und auf der linken Seite International Velvet, deren Hand und ihr Körper sich so zu einer Superkonstellation verbinden. Dann immer wieder sozusagen Doppelporträtstudien, die natürlich auch an Warhols sonstiges Porträt-Tafelbildwerk erinnern, hier International Velvet auf der linken Seite, Bridget Berlin auf der rechten Seite, die sich sogar in der mimischen Konstellation hier nicht nur im Dreiviertelprofil ähneln. Dann plötzlich wird das zusammengezogen, beide Gesichter bilden zwei asymmetrische Hälften eines absurden Ganzen. Solche Dinge wie diese wunderschöne Licht-Dunkel-Hell-Grau-Textil-Studie auf der linken Seite, die dann, wenn Sie das in 16 mm sehen, ihre ganze sozusagen ästhetische Strahlkraft entfalten wird. Und auf der rechten Seite ein solcher Arm, wo Sie die gleiche Fältelungsstruktur und so weiter fortgesetzt sehen, als würde hier etwas ästhetisch untergründig weiter wandeln. Dann solche schönen Konstellationen, wo hier Malanga eine Orange ist und seine Lippen so formt wie Bridget Berlin, die gerade in einen Telefonhörer spricht, um Drogen zu verkaufen. Solche Spiegelungen aus der Mitte der Screen-Verbindung heraus, wo wir zwei Dreiviertelporträts gegenübergestellt haben.
auf der rechten Seite in eine signifikante Unschärfe als Differenzkriterium manifestiert. Dann hier ein richtiges Doppelporträt, zweimal Mary Voronoff in dieser Hanoi-Hanna-Szenerie, wo wir beide ähnlich konstellierten Szenen nebeneinander haben. Und das wird dann plötzlich wieder in der nächsten Konstellation aufgenommen und gebrochen, indem wir hier eine Konstellation von zwei Gesichtern haben, wo aber auf der anderen Seite eine ganz andere Frau auftaucht. Es ist, glaube ich, Angelina Pepper Davis, ich glaube. Also sozusagen eine fast physiognomische Vergleichsstudie zweier Profilansichten. Eine solche Gegenüberstellung von Mario Montes auf der rechten Seite und Mary Voronoff jetzt in Farbe auf der linken, die sich so auch so wiederum auseinanderdrehen. Zweimal Eric Emerson, einmal klein rot, einmal groß blau, die linke Seite, die fast die rechte Seite zu beobachten scheint. Eine Situation auch aus dieser Eric Emerson-Phase des Films, wo sie auf der linken Seite diese phantasmatischen Lichterscheinungen haben, die sich auf die rechte Seite zu erweitern scheinen und diesen schönen Körper zu beleuchten scheinen, obschon natürlich das von der Lichtregie real so nicht stattgefunden hat. Und vielleicht als letztes Beispiel diese Schlussphase des Filmes, wo der Film in so einen elegischen Modus hinüberwechselt und wo wir zwei völlig unterschiedliche Settings haben, aber gleichzeitig zweimal eine Art von Melancholie-Gestus der vielleicht schönsten Protagonisten dieses Filmes. Wenn ich Ihnen das aber so vorführe, dann muss ich gleich betonen, dass Sie diese Korrespondenzen im Film mit Sicherheit nicht sehen werden. Nicht diese, dafür aber andere, von denen wir jetzt noch nichts wissen können. Denn, wie der letzte Satz der Instruktionen ja lautet, The Chelsea Girls is intended to be slightly different each time it is projected, so timing is approximate. Und diese absichtsvolle zeitliche Devianz führt zu minimalen Verschiebungen in der Relation der beiden Screens und damit dazu, dass sich je andere nicht vorhersehbare Korrespondenzen zwischen den Screens ergeben. Aber das, was ich Ihnen gezeigt habe, das sind Sekundenbruchteile, in denen sich eine Konstellation ergibt und dann ist sie wieder weg. Das heißt, genau die kann sich gar nicht aus empirischen Gründen gewissermaßen wiederholen. Diese Korrespondenzen von Fall zu Fall scheinen mir eine visuelle Metapher zu sein für jene Instabilität der Beziehungen, von denen Chelsea Girls insgesamt und auf allen Ebenen handelt. Dass es um Beziehungen geht, zeigt auch der Titel des Films. Keineswegs sind alle Szenen in jener bekannten Künstlerabsteige des Chelsea Hotel gedreht. Und keineswegs wohnten alle von Warhols Superstars in diesem Hotel. Warhol selbst sprach davon, das titelgebende Etablissement sei lediglich eine Metapher für einen möglichen Zusammenhang. Der Film erweckt die Illusion, als handle es sich um ein großes Haus, in dem eine große Familie auf verschiedene Zimmer verteilt wohnt, sich wechselseitig besucht und sich gemeinsam die häuslich verbrachte Zeit vertreibt mit Low-Level-Sadismus, Drogen, harmlosen Sexspielen, Tratsch und viel narzisstischer Selbstperformance. Auf diese Weise werden die Filmrollen als zeitliches Kompartiment einer Handlung und die Zimmer als räumliches Kompartiment einer Handlung direkt aufeinander bezogen. Es ist so, als würde jede Rolle eine Szene enthalten, in einem buchstäblichen, fast materiellen Sinne. Als wäre jede Filmrolle ein Gefäß für eine solche Szene. Rückblickend äußerte Warhol, if anybody wants to know what those summer days of 1966 were like in New York with us, all I can say is go see Chelsea Girls. It may have looked like a horror show to some outside people, but to us it was more like a comfort. After all, we were a group of people who understood each other's problems. Zwei Begriffe scheinen mir hier signifikant. Comfort, als Stütze, als Trost, als Hilfe. Und a group of people. Für die kurze Phase in der Mitte der 1960er Jahre, zur Zeit der sogenannten Silver Factory, war Warhol kein einzeln agierender Künstler und wollte gerade dies auch nicht sein.
Was Warhol damals interessierte, waren Aktivitäten, die die Zusammenarbeit voraussetzten. Filme, aber auch die Kollaboration mit den Velvet Underground, mit denen er auf Tourneen ging, oder sein Multimedia-Event The Exploding Plastic Inevitable, mit dem er ebenfalls an verschiedenen Orten gastierte. Und es ist nicht zufällig, dass auf beides, auf die Velvets wie auf The Exploding Plastic Inevitable, in Chelsea Girls angespielt wird. Warhols Kunstproduktion erweist sich in diesen Jahren als ein sozialer Prozess, so wie die Factory in diesen Jahren durchaus als eine Art von sozialer Skulptur begriffen werden kann. I don't feel, so Warhol über das Zusammensein in der Silver Factory, I don't feel all these people were with me every day at the factory, that they are just hanging around me. I'm more hanging around them. Wer von wem in welcher Weise abhing, wer um wen herumhing, wer was in welcher Absicht und mit welchen Interessen verbunden tat, wie prekär insgesamt dieser Zusammenhalt war, wie sehr in diesen menschlichen Beziehungen Zuneigung und wechselseitige Ausbeutung sich Stützen und Abhängigkeit ineinander flossen, all das ist in der Factory ebenso unklar, wie das Chelsea Girls das Monument dieser Unklarheit ist. Dass dies aber alles nicht nur Ausbeutung, Drogensucht und Sadismus war, dass Warhol nicht nur ein Voyeur und die Darsteller Exhibitionisten waren, sondern dass der Film auch eine heitere Sozialität zum Ausdruck bringt, ein lustvolles Staying Together and Playing Around, dessen subversive Kraft gerade darin liegt, wie sehr es sich von normativen Vorstellungen, wie man die eigene Zeit sinnvoll verbringen kann, freizumachen vermag. Diese Kraft dürfte Warhol veranlassen, vom Comfort, vom Trost zu sprechen, den der Film ihm spendet, wenn er sich nach dem Ende jener Epoche der Silver Factory an diese Zeit zu erinnern versucht. Eine solche Melancholie, die an dem scheinbar so freischwebenden Playing Around nagt, scheint mir aber schon dem Film selbst eingeschrieben zu sein. Und sie manifestiert sich am deutlichsten an dessen Schluss. In den Bildern der stillweinenden und später vor allem träumerisch dasitzenden Nico, Sie sehen das hier auf der linken Seite, und in anderer Weise aber auch in den Aufnahmen Onlines, der nach seinem heftigen Wutausbruch wieder friedlich dasitzt, und mit seiner unfassbar quecksilbrigen, amphetaminbeschleunigten Vitalität die Zeit überbrückt, bis die Filmrolle endlich ausläuft, in diesen Bildern einer gedehnten Zeit, die von Velvet Underground schweren und fast elegischen Akkorden umrankt wird, keimt plötzlich eine Angst auf. Die Angst, dass das nicht einfach immer so weitergeht, sondern enden wird. Und es ist klar, dass auch diese Rollen so enden werden wie alle anderen Rollen zuvor. Ohne sinnfälligen Abschluss, ohne erlösenden Sinn, lediglich durch das materielle Ende der Filmrolle. Warhols Films, so formuliert es Douglas Crimp, Warhols Films don't have happy endings. They don't have endings at all. They just end. Doch indem Warhol durch all seine manipulatorischen Maßnahmen die Differenz zwischen Film und Wirklichkeit letztlich einzieht, wird mit dem Ende des Films auch diese Welt insgesamt verschwunden sein. Der Film gewinnt hier eine existenzielle Dimension. Und so ist es auch mehr als eine lediglich technische Anweisung, wenn der Filmvorführer angewiesen wird, die Projektion dadurch zu beenden, dass er ihr das Licht ausdreht. Und wenn die Musik, die noch ein paar Minuten im Dunkeln weiterspielt, bevor sie verstummt, von Warhol als Exit Music bezeichnet wird. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung. Since I'm the controller, I'm on the top.
Ging es vor allem darum zu zeigen, dass nun die Narration und die Struktur sozusagen im Widerstreit sind, dass also sozusagen Narration und Struktur nicht zusammenkommen und also dies aus diesem Zwist sozusagen, also diese Spannung gezogen wird, kann man vielleicht so einfach sagen. Sie haben dann auch von dem Hybridcharakter gesprochen zwischen eigentlich dem Direct Cinema Charakter und einem strukturellen Film. Also das ist ja auch sozusagen die gleiche Dialektik nochmal. Ganz besonders interessant fand ich auch Ihre Beobachtungen zur Realzeit, die sozusagen ja auch dann die Handlung unterminiert, weil wir eigentlich dann keine Imagination entwickeln können, weil wir eigentlich immer dieses So ist es sehen und darin auch eben die Kluft zwischen dem zwischen der keine Rolle Lücke und dem, sozusagen, ja, in die wir springen können. Genau, ja, ja, also keine die Kluft zwischen dem Schauspieler, also dem Schauspiel, also dieses Posen einnehmen. Sie haben ja gesagt, es sind schon Spielszenen, die in gewisser Weise vorgegeben sind, wo auch Improvisation da drin ist, aber doch auch, es sind schon, Sie haben auch Psychodrama den Begriff benutzt, aber durch dieses Aushalten müssen, ne, in dieser Rolle wird eben sozusagen Narration auch gebrochen. Und dann haben Sie auch noch erwähnt, finde ich auch sehr interessant, diese Einbindung sozusagen des Projektors, ne, der wird ja auch vorgeführt, ne, und sozusagen verweist ja auch, ist ein ganz bestimmter Augenblick, in dem dann das zweite Bild zugeschaltet wird und abgeschaltet wird und so, und da ist das sozusagen auch Realzeit drin und gestaltet mit, fand ich also einen sehr interessanten Punkt. Wenn ich jetzt eine Frage erstmal zum Warmwerden hier anschließen darf. Also Sie haben ja, ich komme vielleicht auch zurück auf meine These, dass es sozusagen zwei Herangehensweisen, dominante gibt. Also einmal eben eine werkbezogene Analyse, die Sie ja grandios vorgeführt haben. Doch im letzten Teil, da haben Sie ja dann mit dieser Frage, was ist der Inhalt, was ist dargestellt, eingeleitet eigentlich eine Methodik, die eher wieder das offene Kunstwerk aufruft, also auch mit dem Begriff des Beuys'schen, der sozialen Plastik und mit dem Hinweis, Warhol wolle ja eben dieses Kollektiv und er will nicht alleine schaffen. Und Sie haben dann eigentlich so eine Art allegorischen Charakter ausgemacht, habe ich dann so das für mich begriffen. Also dass es doch um so eine Art soziale Utopie, also ein Bild für dieses dann doch heitere, diese Antikultur gehe. Und also das ist der Punkt, der mich nicht ganz einleuchtet, wenn ich da vielleicht diesen Einwand bringen darf, weil ich dann eigentlich finde, dass diese ganze Komplexität der Medialität, also dieser filmischen Einzelformen, die als solche ja isoliert werden, dann bis hin zur Musik am Schluss, ne, die dann sich nochmal vorgeführt wird und dann vorher eben Licht und Raum, und Sie haben das ja alles wunderbar beschrieben. Also diese ganze Komplexität jetzt der Struktur muss man für meine Begriffe ja dann wieder weglassen, wenn ich jetzt wieder diese Gruppe und die Factory sehe in ihrem Flow, ne? Also in ihrem, ist es nicht eine Verengung des Blicks dann wieder, wenn ich also da die Performance, das Leben sozusagen, das doch dann wieder das Dokumentarische aufrufe. Das wäre jetzt so meine kleine Frage. Ich fand das sehr überzeugend. Also ich glaube, da läge dann alles daran, wie man eben diese Narrationsformen, die miteinander interagieren auf eine Weise, die vielleicht, das wäre auch das, was man gegen die Dialektik sagen müsste, nicht irgendwie zu einer Synthesis geführt werden können, sondern die irgendwie gegeneinander stehen, wie man dann diese neue Art der Form von Narration dann vielleicht erläutern könnte. Und da würde ich dann schon sagen, dass dieser Film nicht einfach nur einerseits so etwas vorführt, wie was Film ist, und andererseits auch nicht einfach diese und jene Szene vorführt, dass sich jemand etwas spritzt oder dass jemand auf jemanden einschlägt oder so, sondern dass das dann auf eine übergeordnete Weise etwas erzählt von einer bestimmten Lebensweise und einem bestimmten Lebensgefühl. Und das hat ja dann aber auch wiederum strukturelle und direkt abbildliche dokumentarische Elemente, wenn man zum Beispiel eben sieht, dass diese Rollen,
mit Räumen zusammengenommen werden, dass das Ganze in eine Superstruktur eines Hotels eingebaut wird, wo damit gespielt wird, dass man sozusagen hin und her gehen kann, sich besuchen kann, wieder rausgehen kann. Ach so. Dass plötzlich irgendwie da jemand sitzt, das sind ja echt, also der Ton ist immer sozusagen on set, der ist nicht dazugefügt, das heißt, im Hintergrund spielen tatsächlich The Velvet Underground und üben sich da gewissermaßen ein in eine Akkordfindung. Das heißt, das ist alles irgendwie präsent, also was man sieht und all die anderen Dinge, die auch noch da sind und wo man nicht genau weiß, sind die jetzt sozusagen im Nebenraum, sind sie in einem imaginären Gesamtraum. Und das scheint mir insgesamt, ob es eine Allegorie ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht ein zu präziser Begriff dann schon wieder, aber das gibt jedenfalls eine Art von Architektur, die das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene einbindet. Und ich würde sagen, das ist dann nicht eine Negierung dessen, was hier an strukturellem, an filmreflexivem exponiert wird, sondern es spielt gerade mit diesen Elementen, um genau eine so fragile Superstruktur aufbauen zu können. Gibt es und vielleicht einfach noch ein kleines Detail. Ich fand sehr schön, dass offenbar die beiden Projektoren leicht unterschiedlich waren. Der linke hat so ein amberartiges Licht projiziert, der andere war also sehr black and white. Das heißt, selbst so ein Detail wird in dieser sozusagen analytischen Vorgehensweise sichtbar, dass sogar das, die Art und Weise der Färbung eines Projektorlichts hier zur sensorischen Sensation wird. Und das ist irgendwie schon ziemlich eine scharfe Sache, fand ich selbst. Das stimmt, vor allen Dingen, weil das ja noch mobile Projektoren sind. Also wir hätten auch quasi nochmal andere nehmen können oder die andersrum anordnen können. Genau. Vielleicht wäre es ganz anders gewirkt. Ja, genau. Jetzt Fragen, dann komme ich kurz zu Ihnen. Wenn ich diese eine Sache mit dem Raum gleich, also Rolle gleich ein Raum aufgreifen darf, war das nicht an einer Stelle so? Gibt es nicht an einer Stelle zwei Rollen? Mit dem gleichen Raum. Ich glaube, Sie haben es jetzt auch drauf. Ja, sogar diese mehrfach. Hannah Hanoi das, oder genau, genau. Szene war das. Ja, und auch die beiden Online-Szenen sind natürlich im selben Ort oder so. Ja. Mhm. Also, das wäre jetzt kein Bruch mit Ihrer Aussage, dass Sie sagen, es ist immer eine Rolle. Ja, es ist eben immer so, dass weil Sie, es ist ja auch eine Struktur gesagt, etabliert es und dann wird sie gleich wieder keine, durchkreuzt. Sie sagen ja, es gibt keine Durchführung jetzt eines Prinzips. Es wird immer wieder gebrochen. Ne? Ja. Also diese Struktur der und eben auch das, man hat ja gesehen, in einem Raum gibt es diese Wandmalerei, das war in einer Künstlerwohnung in Downtown Manhattan, dann gibt es die Online-Szenen, sind ganz klar in der Factory gedreht, die haben auch wiederum nichts mit dem Hotel zu tun und die Szenen, wo man die im Hintergrund, also wo Ed Hood da in seinem Morgenrock liegt und Fleming und so, das sieht man im Hintergrund eine Bibliothek, das ist auch in einem privaten Apartment. Mhm. Das heißt, der Film führt auch vor, dass das so ernst zu nehmen nicht ist mit den Chelsea Girls. Und dass es auch nicht alles Girls sind, sondern auch ein paar Männer dabei sind, ist irgendwie auch klar. Also das heißt, man kann an keiner Stelle irgendwie sozusagen auf einer Buchstäblichkeit beharren. Aber trotzdem wird immer mit solchen Berührungen von Inhalt und Form, von Struktur und Gemeinde irgendwie gespielt. Das glaube ich, so weit kann man das vielleicht fixieren. Das ist eine Wortmeldung. Herr Ulinici. Hallo. Mir ist aufgefallen, dass einige Einstellungen aus diesem Film eine starke Ähnlichkeit aufweisen zu malerischen Werken Warhols. Namentlich viele aus den Dia-Abschnitten, aus den Farbrollen, wo beispielsweise ein Gesicht in einer bestimmten Farbe gezeigt wird und der Hintergrund in einer anderen. Es ähnelt sehr den Siebdrucken. Und das finde ich eben interessant, diese Zusammenhänge zwischen der Malerei und dem Werk. Dem malerischen Werk, weil das ja auch eine Frage ist, die im Programm des Filmmuseums da aufgeworfen wurde. Was ist eigentlich der Schwerpunkt in Warhols Schaffen? Die Malerei oder der Film? Wie würden Sie diesen Vergleich weiterspinnen? Gibt es vielleicht für Sie andere Aspekte, Zusammenhänge zwischen Malerei und Film? Also jedenfalls ist interessant, dass sich das wechselseitig befruchtet. Also dass er zum Teil Elemente, die er aus seiner Malerei kennt, also wenn man das jetzt Malerei nennt, was er macht, diese Siebdruckkunst, in den Film hineinnimmt. Es gibt aber auch eine signifikante Stelle, wo einfach von der Datierung her etwas von der Ästhetik dieses Films dann ins malerische Werk hinübergeht und es genau diese Farbsituationen, wo er damit spielt, dass Billy Name da dieses Projektorenlicht mit verschiedenen
Filterungen auf die Figuren wirft. Und ein Jahr später, 67, entstehen dann diese vielleicht berühmtesten seiner Selbstporträts in der Melancholiker-Pose, wo zum ersten Mal damit experimentiert, den Hintergrund, der bislang immer ein Monochrome war, auf den dann in Schwarz-Weiß die Siebdruckfotografie des Porträtierten gedruckt wurde, dass er begann, diese monochromen Hintergründe dann in einer genauso krass farbigen Weise zu unterteilen. Und wo dann irgendwie die eine Haarsträhne von Warhol in einem Lila ist und die eine Gesichtshälfte in einem Grün und so weiter und so fort. Und er mit seinem eigenen Porträt dann eine ästhetische Wirkung produziert, die danach zieht, was er hier im Film vorweggenommen hat. Also auf der einen Seite hat er natürlich Bilder gemacht, bevor er zu filmen begann. Und gewissermaßen ist da eine Art von ästhetischer Deszendenz klar. Aber es geht auch in der anderen Richtung. Und das ist interessant, das im Einzelnen zu verfolgen, wie das hin und her geht zwischen beiden Medien. Ja. Ich hatte nur zwei kurze Anmerkungen. Ich danke erstmal auch Michael, weil ich fand das auch sehr schön, wie klar du das gemacht hast in deinem komplexen Vortrag, dass eine Lesart der Filme von Warhol, die eine Aufmerksamkeit auf das soziale Umfeld verbunden ist mit einer Medienreflexion. Und genau wie die besten Beispiele aus zum Beispiel der Queer-Theorie, wie von Douglas Crimp, wie du zitiert hast. So, das fand ich sehr schön und wichtig in dieser Reihe, dass wir das hören auf Deutsch. Und was ich aber dazu beifügen wollte, ist, dass auch die Architektur, die Struktur des Films und dass es architektonisch ist, finde ich total überzeugend, natürlich nicht nur aufgrund der dargestellten Räumen, sondern auch für mich war so eine Wirkung, vielleicht zum Teil, weil man sah im Vorfeld diese Struktur, diese Skizze, aber ich glaube nicht nur deswegen, aber auf jeden Fall so eine Art fortsetzende geometrische Struktur, sodass es war nicht wirklich Doppelprojektion, es war in dem Sinn ich weiß nicht, so Lego-mäßig sechste Projektion oder sowas, sodass es war. So eine Seite hat so olympisch-mäßig sein, so die Faden zu dem Nächsten gegeben. Mhm. Aber es war so in dem Sinn so vertikal und horizontal und dann diagonal. Und ich finde, das wäre irgendwie interessant, weiterzudenken. Ich weiß nicht, ob du das auch so nachvollziehen kannst. Aber ich finde insbesondere, so wie man dann von einer Seite zur nächsten Seite und dann runter geht, ja. Sozusagen, und auch wie dann bestimmte Szenen, so dass man auf der linken Seite oben links hat man diese Bettszene mit den so schwulen Jungs oder der Stricher und sein John und dann man geht Rex diagonal und tauchen sie da wieder auf. Und so man hat dann wirklich eine sehr komplexe, dynamische Struktur, was nicht nur horizontal ist. So, nur eine Betrachtung, es ist wirklich keine Frage. Ja, also ich habe auch mal versucht, das in einem Text, den sie, glaube ich, gar nicht zitiert hat, den es auch noch gibt von mir über Warhol, mal auch nicht nur sozusagen mit der eigenen bildenden Kunst von Warhol zu vergleichen, sondern mit der Kunst, die eigentlich in der Zeit die Pop-Art schon in ihrer Wirksamkeit und öffentlichen Wahrnehmung abgelöst hat, nämlich der Minimal Art. Und diese sequentiellen Formen, dieses Baukastensystem erinnert dann manchmal an so die Stacks von Donald Judd zum Beispiel, wo der Zwischenraum genauso groß ist wie die Box. Also das ist die Logik dieser Stacks zum Beispiel, wo genau mit solchen Positiv-Negativ-Formen, mit diesem Lego-System gearbeitet wird. Oder denken Sie an die Platten von Carl André, die aus verschiedenen Metallen komplexe Strukturen machen oder vielleicht noch
noch dann Extreme in der sozusagen in der Systematik von Variation und Gleichbleibendem bei Sol Lewitt mit diesen progressiven Systemen. Und das sind natürlich Dinge, die die Warhol wahrgenommen hat. Und dass er da auch wiederum eine seltsame Hybridform erreicht zwischen solchen ganz strukturellen Überlegungen, die damals qua minimal extrem diskutiert wurden, und gleichzeitig eben diesen narrativen Formen, die er sozusagen in diese Dinge einfüllt. Also die Minimal Art, die extrem antinarrativ sein wollte, die sozusagen auf eine Art von bildnerischer Logik und Berechenbarkeit hin sich orientieren wollte und das dann mit diesen Inhalten füllt. Und das macht, glaube ich, auch wieder etwas klar von dieser Ästhetik, die man, wo man immer zwei Dinge gleichzeitig sagen muss. Es ist nicht dies und es ist nicht jenes, aber es ist auch nicht einfach ein drittes. Aber ich glaube, das könnte man vielleicht mit diesem Bezug zu dem Minimal Art auch nochmal stärker durchdeklinieren, gewissermaßen. Ja, meine Frage an Sie wäre, es ging ja in dem Film auch um Confessions und von Ihnen hätte ich auch gerne eine Confession. Und zwar haben Sie ja im Vortrag erwähnt, dass es etwas Schönes gibt in dem Film. Ja? Sie haben von Korrespondenz geredet, ja, etc. Das kam für mich sehr stark rüber in dem letzten Drittel des Films. Ja. Nicht so sehr natürlich in der Camp-Ästhetik, wo auch die geometrischen Korrespondenzen Strukturen nicht so da waren, also wo das, was man, was wir eben gerade besprochen hatten, was Sie erwähnt hatten, Minimal Art nicht so dominant ist vielleicht. Würden Sie sagen, ja, das ist die Schönheit, oder würden Sie sagen, nee, das ist, das, also mich würde immer interessieren, dieser Begriff der Schönheit, den Sie erwähnt haben, würden Sie das eher darauf beziehen, oder würden Sie, um es mal ganz platt zu sagen, Camp-Ästhetik kann nicht schön sein? Also ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, habe ich von Schönheit gesprochen? Also ich habe gesagt, ich habe mich da natürlich auf dieses Wort vom Trost bezogen, das vielleicht noch eine andere Schönheit wäre, nämlich die sozusagen der Erinnerung, wie die Dinge sich verklären in einem Rückblick. Und ich habe davon gesprochen, dass hier ein positives Bild entworfen wird von einer Art von Sozialität, die eine positiv bestimmte Art des Zusammenseins meint. Ob ich Schönheit in einem ästhetischen Sinne hier in Anschlag bringen würde, da würde ich mir vielleicht jetzt selber ins Wort fallen, falls ich davon auch nur in der Suggestion dessen, was durch die Worte entstanden ist, gesprochen hätte, würde ich das vielleicht relativieren oder man müsste den Schönheitsbegriff dann massiv anders fassen oder so. Dann würde man sich überlegen, ob damit etwas gemeint sein könnte mit symmetrischen Korrespondenzen oder so. Also an welche Schönheitsbegriffe das anschließen könnte. Mir ging es eher darum, am Ende zu sagen, dass eben das nicht irgendwie ein Exploitation-Film ist, dass das nicht irgendwie Voyeurismus ist, dass es nicht Exhibitionismus allein ist, dass es auch nicht Abhängigkeitsverhältnisse sind allein, sondern dass es eine Vision eines Zusammenlebens auch aufführt. Und ich würde zögern, das mit dem Begriff der Schönheit zu belegen, aber oder sagen wir so, dieses Bekenntnis gebe ich jetzt nicht ab. So. Ja, ich wollte noch auf ein Element eingehen, über das wir bislang noch nicht so sehr gesprochen haben, zu dem Sie vielleicht auch das eine oder andere sagen können, zum Ton. Ich habe beim Schauen jetzt mitunter gedacht, es erstaunt mich nicht, dass das ausgerechnet Warhols erfolgreichster Kinofilm war. Der ist nämlich ziemlich klassisch, der ist voll von Sex, Drogen und Gewalt. Und es ist vor allem ein sehr gewalttätiger Film. Und die Gewalt, könnte man sagen, ist die Gewalt der Kommunikation. Und es gibt das Geständnisformat, es gibt das Verhörformat, es gibt eine Einvernahme, Geschichten, das Gespräch der Mutter mit dem Sohn ist im Grunde einfach das Familienverhör, auch eine Art Foltersituation, wo jemand zum Sprechen gebracht werden soll, der eigentlich nicht sprechen will. In die Reihe gehört dann aber eigentlich auch das Interview, von dem man dann irgendwann auch mitkriegt, dass es ein latent gewalttätiges Format ist, weil es eine Subjektivitätsproduktion einfordert, die ja auch nicht ganz so unproblematisch ist. Irgendwann habe ich auch gedacht, naja gut, das ist das Jahr, in dem Foucault anfängt, seine großen Bücher zu publizieren. Nicht? Aber vielleicht können Sie zur Tonspur und zu den Dialogen noch etwas sagen, in Relation zu den Elementen, die Sie in der Analyse so sehr schön dargelegt hatten.
weiß gar nicht, ob ich jetzt sehr viel über das hinaus, was Sie, glaube ich, jetzt sehr prägnant gesagt haben, sagen könnte. Es ist vielleicht einfach nochmal zu unterstreichen, dass diese Minimal-Settings, die Warhol oder eben zum Teil Tavel vorgeben, letztlich solche konfliktuösen, um es etwas weicher zu sagen, oder gewalttätigen Konstellationen heraufbeschwören. Sie bestehen eigentlich darin. Weil das, und da äußert sich Tavel sehr, sehr offenherzig dazu, weil er sagt, das wird etwas produzieren. Das wird etwas produzieren, wenn ich das kombiniere mit dem Zwang, dies über 30 Minuten, was dann einfach sehr lange ist, durchzuhalten. Weil nicht nur, es gibt dann sozusagen eine doppelte Gewalt. Einerseits, dass man die dann ausführen muss, dass man die ausagiert, und gleichzeitig, dass man an dieser Gewalt gewissermaßen gewaltsam festhalten muss und sie dann eigentlich nur noch steigern kann oder so. Oder sie in eine seltsame Lächerlichkeit überführt, so wie irgendwie Ingrid Superstar immer wieder unter diesen Schreibtisch heruntergedrückt wird oder so, da immer wieder nach oben kommt, dann muss sie manchmal auch lachen und so weiter und so fort. Also der Film legt es ganz eindeutig darauf hin an, dass das geschieht. Und dass gleichzeitig diese Pope-Online-Szene so sehr ans Ende gerückt ist, wo sich das dann dieser Wunsch gewissermaßen nach einer solchen Eskalationsspirale sich auf so maximal erfüllt, ist natürlich dann doch wieder auch vielleicht klassisch, insofern, als es ein gewisses Höhepunktschema bedient, dass da in der vorletzten Szene wir den Peak erreichen. Und dann gibt es ein Auslaufen. Ja, irgendwie so etwas, genau, wo geballert wird oder so. Ja, ja, und wo die Rache stattfindet und so. Ne? Und dann kann erst Frieden einkehren oder so. Ja, ja, das glaube ich schon, ja. Ich hätte noch mal eine Frage, die da an diese Gewaltthematik anschließt. Und zwar zu dem Begriff des Psychodramas noch mal. Mhm. Der natürlich irgendwie einmal so ein medizinisch-therapeutischer Begriff ist. Es gibt aber von, ich weiß nicht, 1960, 61 von Parker Tyler einen Aufsatz zum Psychodrama, also ganz anders als P. Adam Sidney das auffasst, der diesen Begriff bezieht auf das Method Acting und also auf Marlon Brando und auch auf so Independent-Filme wie The Savage Eye. Und da wäre meine Frage, ob Sie vielleicht da irgendwie so was zu sagen könnten, also ob Sie das auch vielleicht eher ein bisschen ausführen könnten, also eben Psychodrama nicht nur als eine Charakterisierung jetzt davon, sondern wirklich als ein Verfahren, was natürlich zu der Zeit irgendwie gängig war. Also wenn man Tyler da folgt, dass es eben im Method Acting, dass es da Überschneidungen gibt, das Ausagieren von Dingen, auch nicht nur, dass jemand da steht und was macht, sondern dass auch Leute natürlich als Zuschauer immer mit dabei sind. Und das gibt es hier ja auch ganz häufig, irgendwie, dass da Leute dabei sind, die dann erstmal gerade nichts machen. Und ja. Also es ist, ich will Sie da gar nicht korrigieren, aber es ist der Murphy, der den Begriff aufnimmt. Das weiß ich, so, das war 2012, aber Parker Tyler hat eben 1960, 61 einen Aufsatz geschrieben. Ja. Über das Psychodrama und das, der Untertitel ist dann irgendwie An American Theater Motiv. Ja, ja. Nur weil Sie den Adam Sidney ja, nochmal erwähnt haben. Ich weiß auch, dass Murphy das ganz anders benutzt als Sidney. Sidney können wir wahrscheinlich hier erstmal raushalten. Ja. Okay, dann, ja. Also ich würde sagen, die ganz bestimmte Form, wie das hier überhaupt auftritt, führt uns dann sehr schnell von der Welt einer theatralen Methodik zu dem, was Warhol am Film interessiert. Die etwas damit zu tun hat, mit dieser Synchronizität, die ich ja auch betont habe, diese Beobachtungssituation, dieses Format von ihr müsst durchspielen und so weiter und so fort, diese Rahmensetzungen
Und in dieser Weise habe ich das, das Argument bei Murphy auch ein plausibles gefunden, dass er gar nicht weiter eigentlich darauf eingeht. Er ist da sehr kurz angebunden in seinem Versuch, diesen Begriff zu leihen. Er geht zum Beispiel gar nicht auf die theatermethodischen Anwendungen ein, sondern leiht sich diesen rein klinischen Begriff und importiert ihn direkt in die Filmset-Situation, die Warhol aufbaut. Und das finde ich eine plausible Form der Transformation, weil es etwas von dem klar macht, worauf diese Form der vagen Anweisung an die Schauspieler eigentlich hinzielt, dass man sie an einem gewissen Punkt dazu zwingt, in ein Spielen ihrer selbst überzugehen. So. Also in einem Versuch, in den Hintergrund treten zu lassen, dass hier etwas gespielt wird, sondern dass ein Zwang zum sich selbst spielen inszeniert wird. In der Art, wie Murphy das tut, wird das Theater und seine Möglichkeiten, andere Formen der Bühnen- und Betrachtersituation und deren Relation herzustellen, ausgeblendet. Das kommt in seinen Reflexionen nicht vor. Ich würde gerne nochmal versuchen, dieses Fragezeichen bei der Vision, bei der visionären, des Dokumentierens eines alternativen Zusammenlebens, wogegen mir auch dieser Gewaltaspekt schon zu sprechen scheint. Aber im Wesentlichen, finde ich, ist es doch ein methodischer Sprung von einem Zeigen der Trübung, wie Sie gesagt haben, das Trübung des Bildes, also das Zeigen des Zelluloids letzten Endes, und diesem ständigen Verneinen der Darstellungskraft, dann plötzlich zu der Aussage, es ist doch etwas positiv repräsentiert. Ne? Also für mich ist da immer dieser Sprung von der Unmöglichkeit der Repräsentation, die für mich eben eigentlich die aufklärerische Wirkung solcher Filme von Warhol wäre. Also da wäre dann sozusagen diese Wahrheitsfunktion des Werks aufgerufen in der Negation von Darstellung, von Symbolik. Während mir scheint, wenn man dann doch sozusagen, ich bestreite nicht, dass ein sozialer Aspekt dabei ist und dass es wichtig ist, dieses Factory-Leben, aber ich würde das in dem anderen Status geben. Also ich denke, es geht eher um die Gewalt, die in der Bildproduktion steckt, die gezeigt wird. Also mir scheint, dass auch diese Schauspielerei immer als im Sinne von lebendem Bild auch gezeigt wird, also dass da auch diese Korrespondenz mit der Malerei ist, weil oft auch die Schauspieler, also manchmal sind ja die Rollen nur die zu verharren und zu schauen, ne? also so stehendes Bild, ein statisches Bild. Und also apropos Schönheit fiel mir ein, einmal ist es ja wirklich ein Zitat von Leonardos Johannes dem Täufer, also dieser wunderschöne junge Mann mit den blonden Locken, der so den Arm reckt. Da kommt, wenn diese Hell-Dunkel-Thematik auftaucht, dann ist es ja wirklich ein Malerei, ein Renaissance-Verweis. Aber auch da wird es ja eben an diese Apparatur gehängt. Und meine Idee zu dieser, also was Sie jetzt positiv fassen, wäre für mich eher in dem Zeigen der Person hinter dieser aggressiven, dieser gewaltsamen Herrichtung, Zurichtung zum Bild. Also dass er es eben deutlich macht, dass die wirkliche Person der Modelle sozusagen. Aber für mich bleibt Warhol einfach der Autor. Also ich sehe nicht diese Autorschaft der Factory-Leute. Ich sehe, dass sie eingespannt werden in sein Konzept und dass er es schafft, also diese empirischen Personen schon auch sozusagen wahrnehmbar zu machen. Ne? Also sie in ihrer Physis und auch in ihrer sozialen Wertigkeit deutlich zu machen, aber eben sozusagen nur hinter oder bei dieser Konstruktion des Bildes, ne, das für mich doch im Vordergrund steht als Thematik. Das wäre also diese Aussage, dass es eben um die Selbstkritik geht, im Sinne jetzt von Bürger etwa. Ja. Der Kunst. Ich weiß es nicht, ich versuche es immer am Ende nicht auf gedacht, eine der beiden, ne? Seiten fallen, ja, zu lassen, weil ich glaube schon, also das ist ja eine unglaubliche Szene mit dem Eric Emerson, der da dass die überhaupt diese ganze Rolle heißt, Eric says all. Er sagt alles.
Ist das die mit dem... Wo er sich dann auszieht, ja, genau. Und so weiter und so fort. Wo ich auch glaube, dass der Film komplett hätte, der Ton hätte komplett durchlaufen müssen. Der hätte nicht hin und her schwanken sollen. Das ist ein kleiner Vorführfehler gewesen, weil da man buchstäblich an seinen Lippen hängt und einfach gar nicht anders kann, als immer darauf warten, was sagt er denn jetzt als nächstes und kann er das noch weitertreiben und kann er wirklich, also diese Vision, dass man eigentlich ein Schweißtropfen sein möchte, der von jemand anderem verschluckt wird und dann darüber fantasiert, dass er aber gerade dadurch nicht verschwindet, sondern die eigentliche Macht ausübt über die andere Person und so weiter und so fort. Das ist ein so irrer Monolog. Also der ist auch LSD gesteuert, dieser Monolog. Und wahrscheinlich muss man da auch diese Ästhetik der farbigen Verfremdung als einen Versuch nehmen, diese sozusagen halluzinatorische Dimension ins Ästhetische zu übersetzen. Also das, was in der Person vorgeht, auch an ihr selbst sichtbar werden zu lassen. Aber da wird eine Art der phantasmatischen Präsenz erzeugt, wo ich sagen würde, sollen wir jetzt am Ende entscheiden, ob das eine Bildkritik ist oder ob das Idolatrie ist? Ich weiß es nicht. Ich finde, das steht genau dazwischen. Das ist ein so starker Auftritt als Bild. Das Zeigen der Idolatrie als... Dass ich nicht sagen würde, das ist am Ende so ist das Kritik. Oder am Ende ist es irgendwie Naivität, sondern das Kunststück ist, dass das am Ende nicht mehr zu trennen ist. Also da würde ich gerne ganz undialektisch bleiben. Diskurs hatten wir schon. Klar. Also der Einwand ist eben sozusagen, dass dann sozusagen sich ja die Struktur des Werks nicht geändert hätte, wenn ich sozusagen die positive, das Sujet sozusagen nehmen kann. Das ist eigentlich ein ganz simpler Einwand. Also kunstgeschichtlich hätte sich das gewählt? Ja, kunstgeschichtlich hätte sich dann eigentlich von der frühen Neuzeit bis Warhol eigentlich die Struktur, die Bedeutungsstruktur von Bildkunst nicht geändert. Ne? Also wenn ich sozusagen da eine Message, eine Aussage abholen kann. Also das wäre eigentlich eine Aussage darüber, dass das Bild doch transparent ist. Transparenzillusionen. Funktioniert, ja, also dass ich etwas dahinter erkenne. Vincent? Nee? Glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich würde sagen, die ich habe nur gesagt, das wäre was ja hier funktioniert, ist, dass es sozusagen sich als Bild ausstellen kann, aber als Bild irgendwie diese Präsenz entfaltet. Dass ich nicht, indem ich sehe, dass es ein Bild ist, sozusagen dass das dann dadurch seine Überzeugungskraft verliert. Seine Plausibilität, seine Durchschlagskraft auf etwas hin, das es meint. Das geht eben zusammen. Ich würde auch sagen, wenn das anders wäre, wenn die Kunst irgendwann im Zeitalter ihrer eigenen Kritik angekommen wäre, dann wäre es irgendwann auch, glaube ich, ein ödes Projekt, weiterhin Kunst zu machen. Das müsste das man ein, zweimal machen. Kritik und, ist doch aufregend. Und dann wäre es das irgendwie gewesen. Wenn man aber sozusagen unter Einbezug dieser Bildkritik erneut starke Bilder produzieren kann, dann hat man vielleicht genau das, was wir heute gesehen haben. Vielleicht auch noch eine Frage von mir, wenn wir so schon über das Grundsätzliche reden. Die Reihe heißt Easier Than Painting. Ja. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Titel dieser Reihe analysieren, gerade auch im Hinblick auf The Chelsea Girls, den wir heute gesehen haben. Ja. Ja, da kommt dann auch die Fortsetzung, glaube ich, des Zitates. Ne? Das heißt, you have just to shoot and every picture comes out right, oder irgend sowas. Ne? So geht es irgendwie weiter, so ungefähr. Ne? Das ist natürlich, wie mit all diesen Aussagen von Warhol, nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ich glaube, ich würde das nicht irgendwie mit leicht und schwer oder so zusammenbringen, sondern es fällt dann die Zeit, wo er auch die Malerei aufgegeben hat. Na, 1966, genau zur Zeit, wo er diesen Film dreht, macht er seine angeblich letzte Ausstellung bei Castelli, wo er einerseits diese Silberpillows schweben lässt und andererseits diese wunderbare Kuh-Tapete macht, diese Zweiraum-Installation in der Leo Castelli-Galerie. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Begehren, über dieses Format des Bildes hinauszukommen, jetzt im Sinne des Tafelbildes. Und ich glaube, das ist jedenfalls das, was ich mir im Rahmen dieses Vortrags jetzt so überlegt habe, da müsste ich noch selber weiter drüber nachdenken, dass das nicht einfach nur ein Medienabgleich ist, zu sagen, welches Medium interessiert mich jetzt mehr, sondern ihn hat eine andere Produktionsweise
interessiert. Er hat ja schon die Siebdruckmalerei, soweit es ging, geöffnet, war sozusagen empfänglich für jeden Motivvorschlag. Er hat auch versucht, das als Kollaborationen zu machen. Also seine riesigen Serien wie die der Flowers hätte er gar nicht machen können ohne eine große Form von Kooperation. Aber dieses Überwinden einer Form von Autorschaft, wie sie noch bei der Tafelbildmalerei herrscht, wo die anderen da doch nur Zuarbeiter sind, das wird im Film überstiegen in eine neue Form der Gruppen. Zusammenarbeit. Da ist die Factory tatsächlich eine Art von Produktionsstätte in einem anderen Sinne. Und ich glaube, das ist das Projekt, das so in der Mitte der 60er Jahre vorherrscht. Und insofern, er mochte es mehr, zu dieser Zeit Filme zu machen. Nicht unbedingt, weil es einfacher war, sondern weil das damals ein ästhetisch-soziales Projekt war. So würde ich das vielleicht sehen. Ja, gibt es noch Fragen? Nein, ich sehe keine Wortmeldung. Wir sind alle völlig zufrieden und glücklich durchgehalten. Ja, also, dann sagen wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Michael Lüthi, für den tollen Vortrag und die tollen Eindrücke. Dankeschön. Und auch an Regine Prange, die Moderation.